So, das ist Eisbären Milana, die jetzt ihr neues Gehege erkundet. Die 7-jährige Eisbärdame kam vor knapp einem Monat aus Moskau hierher und versteckt sich gerade ein bisschen. Die soll nämlich mit Nanook und Sprinter, unseren beiden 9-jährigen Eisbärjungen, Babys machen. Kleine süße Eisbärbabys. Ist aber noch ein bisschen schüchtern. Sie kommt aus Moskau, aus Wolokolamsk. Jetzt gehen wir mal ein Stück rüber. Vielleicht finden wir sie. Das ist hier Yukon Bay. Das ist seit 2010 das Zuhause der Eisbären. Seitdem sind auch Nanook und Sprinter hier. Ist sie schon wieder weg. Ist aber noch auf dieser Seite. Ah, da ist sie wieder. Der zoologische Leiter Klaus Bonsing hat mir gesagt, dass sie jetzt erstmal hinter den Kulissen war und in Quarantäne natürlich auch war und schon sich mal mit den Jungs beschnuppert hat. Das wird jetzt intensiviert. Und irgendwann wird sich dann entscheiden, für wen sich die junge Dame entscheidet. Weil einer kann es nur sein. Da lässt man aber der Natur im Zoo Hannover auch freien Lauf. Und schon ist sie wieder weg. Das Gelände in Yukon Bay hat ungefähr 2600 Quadratmeter. Ist halt schön aufgebaut mit so alten Alaska-Aufbauten. Hat auch einen schönen großen Pool, wie man sieht, wo sie auch gerne reingeht. Nur im Moment ist sie halt weg. Mal einen kleinen Schwenker. Da hinten ist das Yukon Stadium, wo die Robben und die Seelöwen ihr Zuhause haben. Da sind aber auch gerade nicht da die Pinguine. So, jetzt schauen wir mal, wo sie ist. Da ist sie. Lass mich hier mal ein bisschen vorbeidrängeln, damit ich keinen auf dem Bild habe, der nicht rein will. Müde ist er auch. Das stimmt, der Zoo ist nicht so günstig, aber es ist halt auch eine riesige Anlage, die gepflegt sein möchte. Die Tiere müssen ordentlich versorgt werden. Milana hat hier richtig Spaß, allerdings nicht mit uns offensichtlich. Hat sich auch schon ein bisschen angepasst mit ihrer Farbe an die Jungs, die ja immer so ein bisschen gelblich sind und keine richtigen weißen Eisbären. Das liegt aber auch am Schmutz. Die suhlen sich halt sehr gerne, pennen ein bisschen im Dreck. Laut des zoologischen Leiters ist Milana sehr selbstbewusst. Tja, und wieder ist sie weg. Hier, ne? Ja.
Ich starte noch mal ein und versuche ganz langsam und in Ruhe die sehr eigenwillige Eisbärdame einzufangen. Mach noch mal einen kleinen Schwenker. Ja, die Kollegen finden das alle sehr lustig. Sie soll auch schon mal ins Wasser gegangen sein. Allerdings will sie das heute nicht. Es ist eine Menge los. Es sind alles Reporter. Und alle verfolgen Milana, die einfach, glaube ich, Spaß dran hat, uns hier durch die Gegend zu scheuchen. So, wo ist sie denn? Na? Ist sie wieder drüben. Und wieder ist sie drüben. So, einmal probiere ich das jetzt noch. Ja, Milana will nicht so richtig. Ja, Eisbären gehören in Freiheit. Das ist richtig. Jedes Tier gehört in Freiheit. Allerdings sind die Tiere aufgrund des Klimawandels extrem vom Aussterben bedroht. Es gibt in der Arktis, Kanada in dem Dreh, noch 900 freilebende Tiere. Da im Sommer das Eis dank des Klimawandels komplett weg ist, verlieren die ihre Lebensgrundlage. Und wenn man die Tiere einfach so noch ein bisschen länger was von ihnen hat, kann das eigentlich nur von Vorteil sein. Es kommt eben auch immer auf die Haltung an. Ah, jetzt erklimmt sie den Felsen. Schönes Tier. Wenn sich Milana und Nanook oder Sprinter dann auch angenähert haben und klar ist, wer derjenige ist welcher, dann wird man die beiden sicherlich auch häufiger sehen, auch draußen. Milana wird immer weiter ihr Gehege erkunden, das ist ja ein sehr großes Gehege, sie muss sich ja auch zurechtfinden, deswegen ist ja auch stellenweise noch Flatterband, damit sie so ein bisschen weiß, wo sie vielleicht abrutschen könnte. Also alles dafür getan, dass es der jungen Frau gut geht. Wagt sie vielleicht doch noch den Sprung? Ich glaube nicht. Ja, das Gehege ist riesig. Das ist hier nur ein kleiner Teil. Ist alles noch für die Eisbären. Kommt natürlich auch immer auf die Tierhaltung an. Eingesperrt in kleine, enge Betonbuchten ist es sicherlich kein Leben für die Tiere.
hier ist es ja ein bisschen anders. Und sie wird ja auch mit ihren Artgenossen zusammenleben. Und das ist schon natürlicher als in so einem kleinen Käfig. Tja, da ist sie wieder. Der Begrüßungsblick in die Runde. Ja, da müssen sich Nanook und Sprinter richtig anstrengen. Wer denn das Herz dieser beeindruckenden Dame gewinnen kann. Tja, das, was da in der Luft hängt, gehört zur Deko. Das ist ein riesiger Kran, so wie in Alaska durchaus vermutlich in den Häfen Lasten transportiert wurden. Einfach um es ein bisschen authentischer zu machen. Das wird den Eisbär vermutlich wenig interessieren, aber es passt einfach stimmig ins Gelände. Wir haben ja auch einen relativ großen Pool. Wo sie schön schwimmen können. Ist wahrscheinlich auch angenehm vom Wasser, zumindest für die Eisbären. Für uns vermutlich nicht, aber wir müssen da ja auch nicht rein. Noch mal, da ist sie noch mal. Na, sieht so aus, als ob sie doch noch ins Wasser möchte. Ja, das schon na, so na, doch nicht. Ist sie da? Ist sie nicht mehr. Sie ist jetzt wieder nach da gegangen. Nee, soll wieder nach da gegangen sein. Das Gehege geht hier hinten auch noch ein Stück weiter. Ist schon sehr groß. Tja, dann wünschen wir mal Milana alles Gute in Hannover. Wie gesagt, die Anlage ist 2600 Quadratmeter groß mit Suhlbecken im Sand, mit Steinen zum Klettern, mit Wasser und allem. Sie wird das Ganze mit ihrem zukünftigen hoffentlich alles erkunden. Und vielleicht haben wir dann auch mal Glück mit einem kleinen Eisbärbaby.
Für die Art wäre es wichtig, wie gesagt, sie sind stark gefährdet. Und gefährdet heißt nicht Hinweis oder könnte mal was sein, sondern gefährdet heißt bedroht. Und jetzt geht's ins Wasser. Na endlich. Na endlich. Sehr schön. Also schön. Die Live-Bilder gibt es heute, weil heute Milana praktisch der Presse vorgestellt wurde. Jetzt fliegt hier ein Hubschrauber lang. Okay. Wurde der Presse vorgestellt. Sie hat vor ein paar Tagen schon mal ein paar Schritte hier ins Gehege gemacht, weil sie natürlich erst hinter den Kulissen sich einleben musste und auch in Quarantäne war natürlich, damit alles klar ist, keine Krankheiten etc. Und heute hat sie richtig Spaß. Wasser scheint genau die richtige Temperatur zu haben. Und da ist Milana schon wieder abgetaucht. Besser den nochmal runtergehen. Milana ist 7 Jahre alt. Nanook und Sprinter sind 9. Ja,
habe ja schon ein paar Bilder von Tauben. Ja, komm mal. Naja, sie bekommt halt keinen Bärenmann, den sie ertragen muss, sondern wenn die beiden sich beschnuppern und nicht abkönnen, dann wird das auch nichts. Das ist halt eben so. Also hier wird keiner gezwungen, Nachwuchs zu zeugen, sondern die dürfen das schon selber entscheiden, sozusagen. Die müssen sich schon riechen können. Wie gesagt, die Wahl zwischen Nanook oder Sprinter. Und laut des zoologischen Leiters ist sie sehr eigen. Die wird sich schon nichts aufschwatzen lassen. Sorry, dass es manchmal etwas ruckelig ist. Milana kommt aus dem Moskauer Zoo, aus der Außenstation Wolokolamsk und ist seit gut einem Monat hier. Eben erst hinter den Kulissen. Sie muss sich ja auch an alles gewöhnen, an die neue Umgebung, an die Pfleger. Wie so hier alles vonstatten geht. Aber ich finde, 2600 Quadratmeter Grundstück kann man nicht meckern. Und raus ist sie. Das reicht ja auch. So, einmal noch auf die andere Seite. Und dann, denke ich, haben wir einen ganz guten Eindruck von Milana bekommen. Wie gesagt, in freier Natur sind die Tiere vom Aussterben bedroht.
wenn man etwas tun kann, um sowas, solche schönen Tiere zu retten, finde ich es, wenn man das tun. Der Mensch hat ja auch nicht ganz keinen Anteil daran, dass es so weit gekommen ist. Und wenn er ein bisschen wieder gut machen kann, sollte er das tun. Aber da hat halt jeder seine eigene Meinung. So, das wär's. Ich sage mal herzlich willkommen, Milana, in Hannover. Wir hoffen, dass du dich hier wohlfühlst. Alles Gute.